war sehr, sehr bösartig. Ja. Das ist jetzt ein Vogler. Das ist eine Kanone. Die schießt mit 200 Gramm. Nicht mit 5 Gramm. Oh, ein viel mehr. Das heißt, man wird das wirklich im Bauch merken. Die beiden Kinder, vor allem die Ohren zuhalten und den Mund ein bisschen aufmachen. Man wird es, wie wenn man mal im Rockkonzert waren, hat vom Lautsprecher, vom Bass bestanden, wird man diesen Schuss im Magen hören. Und dieser Vogler ist ein Kammerladergeschütz. Er gehört hier mittlerweile der Burg und soll einmal im Kanonenturm fest montiert werden. Er ist schussfähig, scharf, fest beschossen. Natürlich schießen wir ohne Kugel, nur mit Schwarzpulver heute. Also nicht mit Kugel, sondern... Friedrich? Ich pack mal auf jeden Fall die Ohren zu. Du kommst dann gleich die zweite Kammer rein. Die Ohren habe ich schon weggeschickt. Bitte Ohren zu, Halle. Und auf. Achtung, Zündkraut wird aufgelegt, Kanone ist scharf. Und auf. Achtung, Vogler! Gib! Feuer! Weiter links! Viel weiter links! Der macht schon Jagd, gell? Ich hab's schon einlegen! Da ist der Wald noch. Nicht Richtung Fußball. Da wechseln wir. Kanone, scharf! Leg Zündkraut! Ja, da macht noch ein bisschen Schmackes drauf. Gib! Feuer! Na ja, das war der Schall, gell, wenn du das verheerst. Ich hab die Ohrenstöpsel vergessen. Mensch, das ganze Jahr habe ich dabei. Ja, sonst hätte ich hier nämlich noch dabei Bilder machen. Schön. Ja, ich habe ja immer. Zündkraut aufgelegt, Kanone ist scharf! Gib! Feuer! Kartusche nachladen! Jetzt haben sie den Pelter Wald nicht getroffen, Buseberg, statt Drachenfels. Das darf nicht wahr sein. Wenn er beim letzten Schuss nicht gewonnen hat, ist die Wettung, mein Lieber. Dann ist rum. Zündkraut auflegen, Kanone scharf! Junges Lindenweib hat die Ehre, den letzten Schuss abzugeben. Dann ist sich die Ohren dazu, Alter. Ah, Bernhard, komm mal, du die Ohren. Geht, Feuer! Sehr gut. Sehr schön. Kurz steht noch. Das war eben die Pfeffer. Sehen mit diesen Kammergeschützen hat man eine recht schnelle Schussfolge. Normalerweise war eine Bedienungsmannschaft, der Kommandeur, einer, der die Kugeln setzt, einer, der abfeuert und ausrichtet, einer, der die Kartuschen...